Bei gutem Wetter und Musik für die Kauflaune gab es am Samstag in Weilheim an der Teck zum 7. Mal den Käsemarkt. Verschiedene Käsereien waren mit ihren Verkaufsständen auf dem Marktplatz zu finden. Doch zum Käse braucht man auch Brot und natürlich einen guten Tropfen Wein und das Schnäpsle zur Verdauung. Die Besucher, die keinen Käse wollten, konnten sich süßen Honig, Fleisch oder Wurst, Bauernhofeis oder Spezialitäten vom Wild besorgen. Zum leiblichen Wohl konnte man Limburg-Teller, Käsespätzle, rote Wurst, Käsebrot, Smoothies und vieles mehr sich zum Munde führen. Alles in allem war es ein gemütlicher, entspannter Marktbesuch, der einmal im Jahr in Weilheim stattfindet. Sollten Sie am Samstag keine Zeit gehabt haben, so bekommen Sie hiermit ein paar Eindrücke von uns. Ein schwerer Verkehrsunfall forderte am Sonntagmorgen die Rettungskräfte bei Neuhausen. Ein 51-jähriger Fahrer einer Daimler-Benz B-Klasse befuhr die A8 in Richtung München. An der Anschlussstelle Neuhausen kam der PKW im Kurvenbereich aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, schanzte über einen Erdwall, überschlug sich und kam zum Stillstand. Hierbei wurde der Fahrzeuglenker eingeklemmt und schwer verletzt. Die Erstlage beim Eintreffen des Erstfahrzeuges war diese, dass die Autobahnpolizei und auch Ersthelfer schon vor Ort waren. Zwei Personen waren schon aus dem Fahrzeug befreit. Die eine Person wurde von der Polizei reanimiert. Die andere Person wurde von den Ersthelfern betreut. Und von weiteren Ersthelfern wurde dann die eingeklemmte Person im Fahrzeug betreut. Wir haben dann die Rettung mit hydraulischem Gerät vorbereitet. Dann wurde vom Rettungsdienst entschieden, dass die Person relativ schnell, im Prinzip eine Crashrettung vorgenommen werden muss. Das haben wir dann mit hydraulischem Gerät gemacht und die Person wurde dann auch befreit und dem Rettungsdienst übergeben. Diese Person wurde dann mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert. Die 48-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt. Der Fahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Die 59-jährige Insassin im Fond erlag ihren schweren Verletzungen in einem Krankenhaus. Also zur Versorgung der Schwerverletzten hatten wir hier vor Ort 4 Rettungswagen, 2 Notarzteinsatzfahrzeuge und einen Rettungshubschrauber Notarzt besetzt. Der Sachschaden beträgt 15.000 Euro. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Feuerwehren aus Neuhausen und Ostfildern waren mit 8 Fahrzeugen und 41 Einsatzkräften, die Flughafenfeuerwehr Stuttgart mit 4 Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften vor Ort. Zur Verkehrsunfallaufnahme waren 5 Streifenwagen der Polizeipräsidien Ludwigsburg und Reutlingen im Einsatz. Zeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg
unter Telefonnummer 0711 68 69 0 in Verbindung zu setzen. Am Wochenende fand in der Lenninger Hopfenburgstraße der Inline-Alpinen-Slalom-Weltcup 2017 statt. Das Starterfeld aus 150 Läuferinnen und Läufern aus Tschechien, Italien, Spanien, Lettland, Kroatien, Slowakei, Schweiz und Deutschland stürzten sich mit einer Schutzausrüstung bestehend aus Helm, Gelenk- und Rückenprotektoren die 230 Meter lange und steile Piste herunter. Bei Geschwindigkeiten von über 30 km/h blieb der eine oder andere Sturz nicht aus. Inline-Alpin war zunächst als Sommertraining für den alpinen Rennsport gedacht. Doch schnell entwickelte sich daraus eine unabhängige Sportart. Die Regularien sind an den alpinen Rennlauf angelehnt. Es werden zwischen 30 und 60 Toren im Abstand zwischen 3 und 8 Meter auf einer Strecke mit einem Gefälle von 6-16% gesteckt. Also die Läufer fahren von einer Rampe herunter mit Inline-Skates und mit Stöcken wie beim Skifahren in der Hand und passieren einen Slalom wie beim Skifahren. Wir haben heute 40 Tore gesteckt und die Läufe dauern so um die schnellsten sind jetzt bei 27 Sekunden und die Strecke ist über 350 Meter lang. Also wir haben jetzt über ein halbes Jahr geplant und sehr viele Stunden da reingesteckt. Das war wirklich ein harter Job, aber wir sind glücklich und froh, dass es jetzt alles so super verlaufen ist. Gefahren werden darf mit 3, 4 oder 5 geradlinig angeordneten Rollen. Die Wahl der richtigen Rollen spielt eine entscheidende Rolle im Rennen. Wählt man zu harte Rollen, haben diese unter Umständen nicht genügend Grip, um auf dem Asphalt zu halten, während zu weiche Rollen eventuell zu langsam sind. Über 1000 Besucher sahen sich am Wochenende die Rennen an und verweilten bei Spielen für Kinder oder den Verkaufsständen. Auch das leibliche Wohl kam nicht zu kurz. Ob Spanferkel oder die Rote vom Grill, für jeden war etwas dabei. An der Strecke waren zahlreiche Zuschauer und feuerten die Läufer bei ihren Rennen an. Das Wetter war wohlgesonnen. Am Samstag war es eher durchwachsen, doch am Sonntag strahlte die Sonne kräftig. Den Sieg bei den Frauen am Sonntag schaffte Claudia Wittmann mit einer Gesamtzeit von 55,71 Sekunden vor Ann-Christina Wanske, gefolgt von Manuela Schmoll. Bei den Herren gewann Sven Ortel mit einer Gesamtzeit von 52,82 Sekunden vor Jörg Bertsch, gefolgt von Moritz Doms. Zu einem Brand eines BMWs kam es am Montagmittag auf einem Supermarktparkplatz in der Esslinger Straße in Bernau. Augenzeugen versuchten mit Feuerlöschern den Brand zu löschen. Dies gelang ihnen aber nicht, da der Brand schon zu fortgeschritten war. Als die Bernauer Feuerwehr mit 2 Fahrzeugen vor Ort eintraf, brannte der Motorraum in voller Ausdehnung. Mittels Schaum und Wasser konnte der Brand bekämpft und zügig gelöscht werden. Die Nachlöscharbeiten zogen sich noch etwas, da der Wagen komplett kontrolliert werden musste. Der Schaden wird auf mehrere 1000 Euro geschätzt. Verletzte gab es nicht. Am Montagnachmittag kam es auf der Pleninger Straße in Neuhausen zu einem folgenschweren Auffahrunfall mit 5 Fahrzeugen. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch nicht bekannt. Eine Person wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Neuhausen, die mit 4 Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften vor Ort war, befreit werden. Mit schweren Verletzungen kam sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Nach Absprache mit dem Rettungsdienst wurde eine Zugangsöffnung geschaffen. Rettungsdienstlich wurde dann der Verletzte versorgt. Dann wurde mit dem Rettungsdienst entschieden, eine patientengerechte Rettung vorzutragen. Dabei wurde das Fahrzeugdach mit hydraulischem Rettungsgerät abgenommen und die Person wurde dann nach oben rausgerettet und dem Rettungsdienst übergeben. Es sind insgesamt 5 Personen verletzt worden, darunter einer schwer. Der Rettungsdienst war mit 3 Rettungswagen, einem Notarzt und einem Rettungshubschrauber vor Ort. Die Pleninger Straße wurde während der Unfallaufnahme voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.